Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 und im Beagle. Leute, ich habe gerade da unten gesehen, mein Timer ist bei 4 Stunden. Ich spiele dieses Spiel schon 4 Stunden. Nun denn, es hat mich 4 Stunden Hey, können wir gekostet. eine Pause machen? Nein! Sorry, ist leider nicht drin. Hey, du, kannst du die Schnauze halten? Danke, Baby Eagle. Ich finde es sehr schön, dass Leon da so richtig resolut sagt, nein, ist nicht drin. Er ist ein bisschen höflicher als ich. Leon ist halt einfach höflicher als ich. Das ist so. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der bei... Wo ist sie denn? Ashley? Das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Ich darf noch nicht mal zu meiner Wut freien Lauf lassen. Ich darf nicht. Wäre der Schrot besser? Alter. Es geht nicht. Ich darf nicht. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Estaemus diachos. Ach komm, müssen die jetzt alle Pampelmusenköpfe kriegen? Darmedal! Aua! Scheiß Oma! Nochmal. Alter. Ich hab noch ein weißes Ei. Yes, done! Oh nein, nein, nein. Scheiße, ich wollte doch keine Schrot mehr benutzen. Aber wo kommt ihr eigentlich her? Noch mehr. Hat sich immerhin selbst in Brand gesteckt. Sehr gut. Komm mit, Kleine. Das war hier vorne, ne? Warte mal. Wo genau soll hier eigentlich der Hund sein? Lass uns mal eben gucken, ob hier irgendwo ein Hund ist, Ashley. Nicht wirklich. Na gut. Schade, ich dachte eigentlich, hier könnte irgendwo ein Hund sein. Dann gehen wir halt da rein. Komm. Ja. Mach von drüben für mich auf, okay? Bist du eigentlich zu doof zum Scheißen, Ashley? Oder was ist dein Problem? Okay. Hast was gut. Nee. Was haben wir denn da gefunden? Ach ja, Edelstein einsetzen. Zack. Ach, 7000 Pesetas. Ja, krass. Edelstein einsetzen. Cool. So, ist noch was hier drin? Vermutlich habe ich Gegenstände verpasst. Wo muss ich denn eigentlich hin? Das ist eine sehr interessante Frage. Ja.
Na komm. Oh, mein Auge juckt. Wir müssen wo raus? Ich glaube hier. Und dann. Nee. Doch. Ja, doch, das ist richtig. Hier sind neue Dinge gespawnt oder auch nicht? Ah. Ashley, du bist mir im Weg. Okay. Manchmal muss ich ja auch zeigen, dass ich ein bisschen was kann. Nur ein bisschen, Leute. Nur ein bisschen, okay? Ich sage ja nicht, dass der Beagle viel kann in Gaming. Skill sieht anders aus, Leute. Skill sieht anders aus. Sonst müsste ich nicht immer auf Assistant spielen. Wobei, ich gebe zu, wenn ich es, glaube ich, für mich alleine spiele und dann auf normal, ist es wieder was anderes, als wenn ich aufnehme, weil... Und das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten und ich kann es immer wieder... Alles nicht wahr. Ist es... Donde ist dahin, schreien sie mich hier an. Ich kann doch auch nichts dafür, dass euer Leben so scheiße ist, Leute. Mensch! Okay, Kleine, komm. Geht weiter. Boregos. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich möchte da hinten zu dem Schatz, wenn ich ehrlich bin. Nein! Aha! Gorros, Dindus! Wenn ihr die Kühe was tut, bin ich sauer! Nee, ihr habt jetzt den Kühen nichts getan und den Schweinen auch nicht, klar? Noch wer? Und, oh no! Scheiße! Nein! Er hat ein Schwein am Kopf oder eine Kuh am Kopf. Nein! Ein Smart hatte der für mich. Jetzt habe ich davon auch nicht mehr viel. Als hast du eins Arm mit deinem Bizeps abgefangen. Hat er doch eins Arm mit dem Bizeps abgefangen, Leute. 1A. Erstellen. Wenn ich die Wahl habe, ne? Okay, dann muss ich jetzt hier hin. Da steht da. Den könnte ich eventuell so bekommen. Den habe ich so bekommen. Ei, ne? Komm. Daneben. Oh, jetzt kann ich nach da oben? Cool, das mache ich. Einen Moment. Nee, ich war doch schon mal da oben, oder? Antike Pfeife ist nicht schlecht. Nee, sonst ist hier nichts mehr für mich. Ach, der Händler. Na gut, dann sind wir nämlich jetzt hier. Dort vorne müssen wir hin. Tja.
Auf all die Schätze, die ich verpasst habe, Leute. Hier ist ein Händler. Hi. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Weiß ich noch nicht. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Weiß ich. Danke. Tunen. Die Feuerrate ist immer noch zu langsam. Deine Waffen sind in guten hier, wie du es haben wolltest. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Naja. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Okay. Was ist denn die Punische? Okay. Das soll ich mir zu nehmen. Damit machst du nichts falsch. Ja, ja. Ich glaube, ich werde meine verkaufen. Ich kaufe fast alles. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser. Ach, halt die Klappe. Ich will die nicht verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Okay, jetzt habe ich hier wieder ordentlich Platz. Sehr schön. Ne, warte mal. Moment, das muss ich gleich einmal dann regeln. Oh, natürlich kommt das eigentlich dann dahin. Nee. Das ist schlecht. Ist jetzt natürlich doof sortiert. Mach ich lieber so. Ich muss mal ein bisschen mehr Blendgranaten benutzen. Ich will sie jetzt halt auch nicht verkaufen. Drum kümmern, bevor du willkommen. Nee, das Küchenmesser. Oh, Robi, eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nee, reparieren, das Messer. Kleinigkeit. Kleinigkeit, sagt er. Kleinigkeit. Magazingröße. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Feuerrate. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ich müsste da den Schaden machen, wenn ich ehrlich bin, und hier auch. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Stirb mir da draußen nicht. Weißt weg, du, sag mir nicht, ich soll dir wegsterben, wenn du dann ankommst mit einer gut balancierte Waffe. So, warte mal, Aufträge. Was sind denn meine Aufträge? Vorsichtsbildung, Haus des Dorfvorstehers. Gebiet Haus des Dorfvorstehers. Ist das Dorf, verstehst? Okay. Ashley, wir müssen noch mal zurück. Es tut mir leid. Wenn ich schon die Diamanten da oder die Schätze alle verpasst, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ich glaube, das war fast richtig. Wo muss ich hier weg?
Na, ihr? Wie geht's euch? Schweinis und alles. Geht's euch gut? Die Chickens haben aber noch kein Ei gelegt. Naja. So, ich meine, hier geht's nämlich raus. Ja. Ich muss noch mal zum Haus vom Dorfvorsteher. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, Leute. Wenn ich schon diese einen 3 oder 4 Schätze verpasst habe, möchte ich aber nicht die Spinels verpassen. Stellt euch mit dem Wetter mal nicht so an. Entschuldigung, falsches Haus, hast recht. Das ist doch Haus des Dorfvorstehers. Hier drin soll ein Hund sein. Habe ich das richtig verstanden? Wo ist denn... Was ist denn das Gebiet des Dorfvorstehers? Nee, das ist es nicht. Da brauche ich übrigens eine Schrot. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Vielleicht. Aber... Warte, habe ich jetzt Haus des Dorfvorstehers? Ach scheiße, das Haus des Dorfvorstehers. Wo ist das? Dorfplatz? Da komme ich nicht hin. Das ist ja auch... Ja, ja, alles gut. Da ist das Haus. Wie komme ich denn da hin? Okay. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Nee, warte mal. Ich glaube. Die Frau muss auch denken, Leon hat keinen Orientierungssinn. Einen Knarren des anderen Leitsender. Warum kippt der Stuhl um? Warum wird gespeichert? Leute, nein. Komm mit, Ashley, komm. Du machst es toll, Ashley, wirklich, ganz toll. Bist eine Brave. Stellst dich nicht an wie ein Haufen Scheiße. Nur ein bisschen. Okay. Da hinten. Da müsste es auch noch einen Schatz geben. Ich will nur nach Hause. Ja, ich möchte auch so viel, Kleine. Ist der Hund jetzt hier drin? So, das ist das Foto. Wo ist denn der Schatz? Ohne Witz, wo ist der? Hier nicht. Auch sie ist ziemlich außer Atem. Wie, Vorsicht vor dem... Oben. Kann ja nur. Hm.
Okay. Habe ich das beim ersten Mal gänzlich übersehen? Hier rüber. Ah, sie kann das eh nur machen. Okay, ja gut, alles gut. Das machen wir noch kurz. Ich gestehe, bis jetzt nervt Baby Eagle mich noch nicht so sehr. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Gelbes Kraut, immer gut. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieser hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistete es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sichel und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellenten Fortschritt gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um mir ihre Klagen und den neuesten Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben diesem Heimes, das wir gemeinsam errichten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklich. Sie haben sogar begonnen zu lachen. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie drauf hingehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung geredet haben, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Er jetzt nicht so, ne? Bitte bewache meine Stelle des Dorfes und mögest du Foto stets mit deinem Lächeln zieren. Rotrian des Vaters. Ashley, Schiss. Okay. Habe ich jetzt hier voll das Secret entdeckt? Achso, das Foto. Was ist das für ein... Warte mal. Nein. Schnellwahl. Hey Leute, ich hör's, ich sehe es aber nicht. Ah! Okay. Aber irgendwo hier muss ein Schatz sein. Ah. Wo denn? Ist doch nichts mehr. Nee, ist nur noch das Foto. Ah, warte, Leon kann sich ducken. Die Ältesten haben mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut wie mit Worten, aber der Älteste ermutigte mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einst Esel reitete. Der Großvater ist jung erkrankt und sein Zustand verschlechterte sich mit jedem Tag. Der Junge machte sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch reglos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Luis Sierra. Familie Navarro. So. Habe ich jetzt alles? Ich habe jetzt alles, okay. Okay, du kannst. Ja. Nee. Du. Komm! Oh. Okay. Genau mein Ton. Aber es kann doch jetzt nicht so schwer sein, diese vermaledeite Töle zu finden, oder? Es wird mir immerhin gesagt, die soll hier sein.
Vielleicht ist sie hinten. I don't know. Nach einer Höhle suchen. Ah. Ich höre ihn. Ich komme da aber nicht hin. Ich muss vorne raus. Dann komm mal mit, Ashley. Na? Hä, das kann doch nicht sein. Nee, der ist jetzt am Dorfplatz. Doch, der ist jetzt am Dorfplatz, Leute. Wow. Oh, hi. Scheiße. Ziel neutralisiert. Du sagst das so, Leon, ey. Oh, ich habe aber kaum mehr Munition. Meine Schrot, die wird jetzt erstmal nicht mehr benutzt, Leute. My brother's dead us. Schießpulver ist gut, das hat sich schon wieder irgendwo gelohnt. So, dann komm, jetzt können wir gehen. Lass uns noch mal eben hier reingehen. Oh, was ist denn da vorne? Das habe ich gar nicht gesehen. Die Quest abgeben? Geh weg, Ashley. Nee, warte mal, ist doch bescheuert. Kommt denn noch mal ein Händler in den... Nee, ich muss durch da durch. Wenn ich zum Händler möchte. Ich habe jetzt eh heftig überzogen. Dann machen wir bei dem Händler einen Cut. Aber wir haben Schätze gelootet, die noch gingen. Und... Dein Auftrag ist von... Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Komm jederzeit wieder. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Dann werden wir nächste Mal dann wirklich durchs Dorf gehen. Aber das mit dem Schatz und dem Auftrag war mir jetzt noch wichtig. Also, haut rein, ihr Lieben.